So, willkommen zurück zu Gotham Knights. Genau, hier Typisch mal. Harley. Wehe, das Buch bringt nichts. Genau, wir sind hier bei Harley Quinn, genau, und die schickt uns jetzt Dinge holen. Ah, hier genau, hier waren wir das letzte Mal auch schon. Wehre dich nicht. Oh je, jetzt geht's nach draußen. Natürlich regnet's. Oh, warte mal, das sind Polizisten, ne? Das verheißt nichts Gutes. Wer meine Geduld strapaziert, kriegt einen Monat Einzelhaft. Hast du mal nachgerechnet? 10 von uns gegen einen von euch. Oh, wohohohoho. Ah, Scheiße. Schnell durch, wo heute wieder kommt. Okay. Okay. Dann muss ich in den Keller. Der Aufzug im Nexus sollte weiterhelfen. Hoffentlich. Ich hoffe es auch. Oh, da ist eine Truhe. Tür zur Abfertigungszelle aufgebrochen. Gebäude wird abgeriegelt. Huchbest. Sieht gut aus heute. Mach dich auf dein Ende gefasst. Gepanzerte Angriff und Gegner können nur mit Durchschlagsfähigkeiten wie unterbrochen werden. Baue Schwung auf und dann. Okay. Au, 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 Scheiße. Au. Autschi. Okay. Ups. Das habe ich jetzt... Hoppla. Okay, das müssen wir nochmal machen. Sieht gut aus heute. Das war's. Ich schalte dich auf. Oh. Oh. Freundliche Warnung, das wird wehtun. Mach dich. Autsch. Okay. Kurz heilen. Ist die Frage. Oh, 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 oh. Bereit zu bluten? Du wirst solche Schmerzen.
Scheiße. Okay. Okay, jetzt. Alter. Okay. Ach. Okay, was ist das? Hier befindet sich eine bewusstlose Frau. Scheiße. Ich sehe mir das besser an. Sehen wir mal nach. Nightwing, auf den Boden. Du hast keine Chance. Gib auf. Ah. Ich nehme dich fest. Es ist vorbei, Nightwing. Was war das denn? Gib doch auf! Mist, unfassbar, er ist verdächtig. Der Verdächtige versteckt sich. Holy shit. Ah, hier ist die Kiste. Okay. Der Rächer kann nicht weit sein. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo ist der hin? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt hier. Okay, da ist die Kiste. Schalttafel. Ach, besiege Wärter. So, ich dachte, ich könnte ohne. Aber anscheinend muss ich sie doch besiegen. So, jetzt kommen wir weiter. Obwohl, das ist deren Sache. So macht man das. Ich werde mich da mal nicht einmischen.
So. Du meinst, niemand wird uns aufhalten? Die Wärter haben alle Hände voll zu tun. Und Batman scheint nichts mehr zu machen. Halten Sie es. Die Möglichkeiten sind endlos. Oh, das ist ein etwas größerer Kollege. Und ich dachte, du wärst gut in sowas. Genieß das Schläfchen. Ah, so kriegt man Heilung. Können wir mal hier welche finden. Sehr gut. Okay. Oh, da ist eine Truhe. Eine Truhe. Sehr schön. Finde das Archiv. Okay. Dann versuchen wir mal, das Archiv zu finden. Harley tut so, als wäre es ein Spiel. Aber sie hat mich aus gutem Grund hierher geschickt. Komm schon, was sollte ich finden? Ja. Wir werden es gleich merken. Vielleicht finde ich mehr Infos in dem Katalog. Finde markierte Gegenstände und untersuche sie. Aha, sieh mal an. Okay, da ist noch eine Truhe. Ist das Häftlingsprofil? Häftlingsprofil, Cyrus Gold, Verbrecher sagen sie, Schurke sagen sie, Mörder sagen sie. Aber bald wird der Frieden mein sein. Am Samstag gestorben, am Sonntag begraben, am Montag geboren. Sie haben keine Ahnung. Eine beigefügte Notiz, das noch besteht, dass sie tatsächlich keine Ahnung hatten, worüber Gold schrieb. Er starb noch im selben Monat während einer geplanten Verlegungsarkemushandlung am Samstag. Überleg gerade. War das Iris Gold? War das nee, das war nicht dieser Kalendermann, das war dieser andere. Okay, da ist noch was, eine alte Zeitung. Warte, wo ist die? Ist da unten? Gotham Gazette, 16. August 1847. Grabräuber in Gotham? Die Grabräuberplage geht weiter. Mindestens ein Dutzend Gräber auf dem Friedhof von Gotham City wurden letzte Nacht freigelegt, wie die Gazette erfahren hat. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, aber Augenzeugen berichten, dass sie an zahlreichen Gräbern auf dem Gelände Anzeichen von Verwüstung gesehen haben. Die Nachricht ereilte uns nur wenige Tage, nachdem eine Frau aus der Gegend behauptet hatte, ihrem verstorbenen Ehemann nachts die Straße entlang gerufen zu sehen. Eine Behauptung, die Dr. Amadeus Arkham auf Hysterie zurückführte. Geschichte geht auf weiter auf E3. Okay. Ah, da ist noch was zum Scannen. Bevor ich jetzt hier da weitermache, will ich natürlich erstmal alle Bonusgegenstände.
Notiz vom Direktor. John Crone, sie war schon einmal hier. Damals hieß sie noch Elliot. Sie sagen, diese Mordsache ähnelt dem, was in ihren Romanen steht. Das ist doch zum Lachen. Sie ist Schriftstellerin, verdammt nochmal. Sie liest die Zeitung. Ich werde sie in einer Einsatzzelle. Keine Sorge, solche Leute bleiben nie lange da. Sie wird im Handtunnel wieder draußen sein. Ich sage dir danke, dass sie mein Buch signiert hat. Okay. Hier fehlt noch eine Sache. Gut, was immer Harley gesucht hat, muss hier drin sein. Jetzt habe ich alles. Mal sehen, wie das zu Harleys Info passt. Was das wohl mit den Ermittlungen von Batman zu tun hat? Jo, alte Zeitung, Häftlings Profil. Warte mal, hier ist noch irgendwo. Es fehlt noch was. What? Da, Visitenkarte. Jonathan Brindley war Mitte des 19. Jahrhunderts Anwalt in Gotham City. Er erlangte schon bald Bekanntheit dafür, dass er ehemaligen Sklaven mit ihren Freilassungspapieren half. Eine Aufgabe, die viele Anwärter der damaligen Zeit nicht einmal in Erwägung ziehen wollen. Okay. Ah, und das müssen wir zurück, das ist klar. Erreiche den Nexus. Was Harley wohl mit dieser Akte vorhat? Das ist eine gute Frage. Sie muss einen Grund haben. Ich hoffe, sie sagt ihn uns auch noch. Bin gespannt. War wohl nur von kurzer Dauer. Stadt, sie gehört euch, Arschgeigen nicht! Feinde Wohin musst du denn genau, Harley? So. Meine Güte. Bin doch schon unterwegs, mein Gott. Ah, wieder da. Ich hab, was du wolltest.
glaube ich. Gib her! Das jetzt zu dir bringen. Oh, ich weiß. Tada! Natürlich. Du bindest es an einen Ballon. Oh nein, oh, muss ich mir jetzt hinterher rennen? Verdammt. Oh nein, hallo. Muss da vorbei. Oh. Das verheißt nichts Gutes. Okay, okay, heilige Scheiße. Und Harley ist weg. Oh oh. Wow. Bitte nicht.
Holy shit. Eieiei. Bereit für den Knall? Oh Gott, natürlich. Oh Mist. Oh, wo das ging. Wirklich? Huiuiui. Ah, Achievement. Hahaha, sehr witzig. Ich suche eine außergewöhnliche Quelle in der Strafanstalt. Okay. Achso, ja, okay. Das war Harley Quinn quasi. Hey, Nightash! Hey, Nightash. Harley, woher hast du diese Nummer? Oh, mach dir da keine Sorgen. Du sollst wissen, dass du mich bald wiedersehen wirst. Okay, tschüss! Sie hat aufgelegt. Ah ja, es geht zurück zum Glockenturm. Nacht 3. Zwei Verbrechen verhindert, niedriger Schwierigkeit, normaler Schwierigkeitsgrad, Bonusziel abgeschlossen, Prinzessin gerettet. Ja, okay. Einmal besiegt. Auf der Beweistafel sind neue Daten. Okay, lass mal gucken. Ah, hier, die Dinger, ne? So, warte mal, das war... Das war Talia Al Ghul. Das war das. Längchen, ne, das war was anderes. Ah, das hier, ne? Jedes dieser Opfer wurde ermordet und an der Wand aufgespießt, genau wie Langstrom. Sie alle waren Zeugen der Fälle, in denen der Angeklagte ein prominenter Einwohner Gothams war. Okay. Gotham Minute steht eine prominente, oft kontroverse Person, Oswald Cobblepot. Ah, Oswald Cobblepot. Das berühmteste und berüchtigste Mitglied von Gothams alteingesessener Cobblepot-Familie, Oswald Cobblepot, kam schon in jungen Jahren ins Geschäft. Derzeit sieht man ihn öfter, wie er Gäste seines neuen Unterhaltungspalastes, der Iceberg Lounge, begrüßt. Doch noch vor einigen Jahren war Cobblepot besser bekannt als der Pinguin, ein berüchtigter Gangster, der für eine Reihe von Finanz- und Gewaltverbrechen Cobblepot pocht darauf, dass er nach seiner Strafe ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Die einzigen Pinguine in Gotham seien die Smoking-tragenden Gäste der Iceberg Lounge. Sie sehen GCN. Ich bin Noor Rashid. Ah, hier Herausforderung. Halte neue Schwungfähigkeiten frei. Eine Herausforderung, allein Grundlagen muss. Okay, was kann man denn lernen überhaupt?
besiege Freaks Bulldog. Achso, das muss man ja. Okay, so vorsichtig Verbrechen und finde besiege dann Freaks. Okay, das. Ja, okay. Herstellung. Nahkampf. Oh. Okay. Was haben wir hier noch? Fernkampf. Anzug. Okay, bevor ich mit Alfred rede, gehe ich doch noch mal kurz hier zum Trainingsbereich. Fähigkeitentraining. Körperliche und mentale Vorbereitung gehören zusammen. Hier trainieren wir zunächst den Geist. Aber das erfordert volle Konzentration. Vergiss die Selbstzweifel und höre auf meine Stimme. Okay. Das sind Schwungfähigkeiten, das habe ich nicht so ganz, das war das mal. Okay, Schwunggewinn. Das Verursachen von Schaden und perfekten Ausweichmösern sorgen dafür, dass sich deine Schwunganzeige füllt. Okay. Na klasse. Ah ja. Okay. Warum ausgerechnet du? Ah, so. Ich mag Herausforderungen. Okay. Perfekt. So, was haben wir dann noch? Schwungfähigkeit durchschlagend. Genau, über den Einsatz und Fähigkeit mit Durchschlagsschaden und gepanzerte Gegner unterbrechen. Gegner leuchten rot, bevor sie einen gepanzerten Angriff einsetzen. Diese können nur mit Durchschlagsfähigkeiten wie Elementarschwelle unterbrochen werden. Bauen mindestens eine volle Schwungleiste auf. Dann RB gedrückt halten und X antippen, um einen einzusetzen. Jetzt bist du soweit. Ah, okay. Gut, das heißt, Grundlagentraining habe ich abgeschlossen.
Fähigkeitentraining. Was haben wir noch? Perfektes Ausweichmanöver. Ah, guck, das machen wir gerade noch. Wenn du ein perfektes Ausweichmanöver ausweichst, erhältst du die Gelegenheit, einen mächtigen, perfekten Angriffskonter folgen zu lassen. Warte bis zum richtigen Moment und tippe B an, um perfekt Ausweichen zu starten, ein Gegner. Ah, okay, warte mal. Weiche rechtzeitig aus, um Gelegenheit für einen Konter zu schaffen. Das habe ich nämlich auch noch nicht hingekriegt. Ah. Ah, okay. Oh, das muss man direkt hintereinander machen, quasi. Nee, ja, doch. Gut, aber werd nicht nachlässig. Okay. Abgepasste Schläge. Über das Angriffsring, um abgepasste Schläge zu meistern. Im Eifer des Gefechts solltest du nichts überstürzen. Time deine Schläge gut, um Schwung zu bekommen. Wenn ein Nahkampf kurz davor steht, einen Gegner zu treffen, tipp auf X, um einen abgepassten Schlag auszuführen. Oder halt X, um einen schweren auszuführen. Abgepasste Schläge verursachen mehr Schaden, so wäre es schon. Du bist hier im falschen Revier, Kumpel! Moment. Wenn ein Nahkampfangriff kurz davor steht, einen Gegner zu treffen, tippe auf X. Das ist warte mal. Hey, warte, lauf mich erwartet. Sehr gut. Das ist gar nicht so einfach, diese abgepassten Schläge. Die ist gar nicht so einfach. So, Kettenangriffe. Über das Ausweichen bei brutalen Gegnerkombos. Manche Feinde sehen eine Blöße und starten eine Flut von Angriffen. Doch mit dem richtigen Konter drängst du sie in die Defensive. Wenn ein Gegner einen Kettenangriff ausführt, tippe B an, um den letzten Schlag auszuweichen und einen perfekten auszuführen. Dadurch wird der Gegner außerdem anfällig für einen perfekten Angriff. Okay. Du hier? Perfekt. Du machst mich stolz, Dick. Du machst mich stolz, Dick. Gut, dann haben wir ja Training soweit abgeschlossen. Was haben wir denn hier noch? Okay. Liegendes Trapez. Nein. Oh, erreiche Ritterschlag mit Batgirl, Robin, Nightwing oder. Ah, okay. Nightwing kann jetzt fliegendes Trapez nutzen. RT gedrückt halten in der Luft, um es einzusetzen. Oh, cool. Im Fähigkeitsbaum sind jetzt Ritterschlagfähigkeiten. Ich hasse das. Als würde ich nur auf die nächste Katastrophe warten. Diese Unterschlag. Welche sollte das sein? Harley, es ist unmöglich, dass sie nichts im Schilde führt.
Aber ich höre die Gangs ab und bisher gibt es nichts Neues. Dann können wir nur auf Ihren nächsten Schritt warten. Solange wir nicht wieder einen Regenbogen-Einhorn-Ballon jagen müssen? Man weiß ja nie. Okay. Ah, hier. Nightwing benutzt ein fliegendes Trapez, um durch die Luft zu gleiten. Er kann sich auch an Wänden abstoßen, um an Höhe zu gewinnen und einen Temposchub zu erhalten. Halte RT gedrückt, während du dich in der Luft befindest. Um fliegendes. Oh, cool. Nightwing schießt 3 Pfeile auf einmal ab statt 1. Nightwings können Gegner aus größerer Entfernung schlagen. Wird ein Gegner besiegt, verhindert sich die abgekürzte Fähigkeiten. Okay, perfekt. Hier schon Fähigkeiten. Abkühlphase 5 Minuten. Nightwing erzeugt ein Nest um sich um seine Verbündeten, das einen großen Verteidigung über Zeit gewährt. Okay. X und A. Ach, das ist dann gedrückt halten. Kann ich das was anderem? Okidoki. Nach den jüngsten Unruhen in der Strafanstalt Blackgate fragt man sich, ob die Verwaltung der Anstalt noch die Kontrolle hat. Quellen haben bestätigt, dass Wärter und selbst Führungskräfte in Blackgate regelmäßig Verstöße innerhalb der Gefängnismauern ignorieren. Ein Wärter, der anonym mit GCN gesprochen hat, würde es bevorzugen, dass die Gefangenen einander gefährden, statt die Wachen. Laut Beobachtern steht der jüngste Anstieg der Aggressionen unter Gefangenen auch im Zusammenhang mit der Verlegung ehemaliger Insassen von Arkham Asylum. Hm. Aber sind diese Psychiatriepatienten die Anstifter oder die Opfer der Gewalt? Ja, genau. Einige fordern daher eine Untersuchung, die Druck auf die Gefängnisverwaltung ausüben soll, damit sie in Blackgate für Ordnung sorgt. Die Opfer, auf jeden Fall. Das ist GCN. Denken Sie daran, was in Blackgate passiert ist, Master Richard? Alles war typisch Harley. Ich bin nur sauer, dass wir auf sie reingefallen sind. Sie hat weder Nachrichten noch Karten hinterlassen. Haben Sie Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Ich habe mir angewöhnt, bei Harley auf alles gefasst zu sein. Aber sie hat eine Schwäche für die Freaks. Ein guter Ausgangspunkt. Neue E-Mail erhalten. Überprüfe deine E-Mail jetzt. Harley Quinn Herausforderungen verfügbar. Oh je, was ist das denn wieder? Ach hier, Harley Quinn. Von 4 bis 10. Die Freaks haben sich mit einigen unerwarteten Verbündeten zusammengetan und suchen ihre Verbrechen herauszufinden, was vor sich geht. Bürgerkrause Bombentrug. Okay. Harley ist aus Blackhead entkommen, finde heraus, was nächstes passiert. Wenn du eine Aktivität verfolgst, erscheint eine Markierung, die dich zum Ziel führt. Folge schnell einen Aktivierer und tippst und untersuche Freak-Verbrechen. Okay. Turn-on-Stil, Metall-Stil, Schwarz-Stil, Freibeuter-Stil. Sammlerstücke Battle Ring. Achso, Battle Ring. So. Chroma Highlight.
Molly hat Profile von richtig antisozialen Gefangenen erstellt. Gut. Irgendwas geht ab in Blackgate. Fragen wir die Direktorin. Finden wir es raus. Nein, die Einträge sind Jahrhunderte alt. Die Direktorin ist neu. Die weiß bestimmt nichts. Wie konnte ich das übersehen? Ach ja, Harleys dummes System ist völlig unsinnig. Babs. Hey Babs, was hast du rausgefunden? Sie alle sind auf Berufung raus. Das hat Harley rausgefunden. Und jedes Mal wurden wichtige Zeugen ermordet. Hier. Alle wurden mit Messern aufgehängt. Genau wie Langstrom. Bruce hat was gewittert. Oh? Ich glaube, ich habe hier was. Oswald Cobblepot, der Pinguin. Er ist wie alle hier drin. Außer, dass er seine Zeit bei jeder Verhaftung abgesessen hat. Jemand muss ihn im Regen stehen gelassen haben. Vielleicht redet er mit uns. Er führt jetzt die Iceberg Lounge. Sagt, er sei sauber. Der verkauft sicher mehr als nur Alkohol in seiner Bar. Keine Ahnung. Batman wollte nie mit mir hin. Wenn du einen falschen Ausweis willst, musst du einfach nur fragen. Oswald ist gefährlich. Und außerdem ist Harley noch da draußen. Wir müssen aufpassen. Chill mal, Dick. Wir packen das. Okay. Unerledigt. Schließe Fall Akte 1. Batman setzt der Fall ab. Okay. Geheime Identität kommt. Ach, Nebenaktivitäten. Zeitprüfung. Heroische Fortbildung. Meistere Parcours und Fortbildung in Gotham City, indem du Zeitprüfung abschließt. Passiere so schnell wie möglich hervorgehobene Tore und sammle Gegenstände im Rennen, um den Countdown zu verlängern. Nutze Robins Gleitführung, Batgirls Gleiten, Nightwings fliegendes Trapez und Redwoods mystischen Sprung, um effizienter durch Gotham zu navigieren. Batmans Geheimität zu schützen hat oberste Priorität und Bruce Waynes Vermächtnis nicht zu gefährden. Erreiche einen bestimmten Ort, platziere falsche Informationen, um Bruce Wayne ein Alibi zu verschaffen, das ihn in jeglicher Verbindung zum dunklen Richter reinwäscht. Wenn du dabei erwischt wirst, kannst du erst in der nächsten Nachfolge feiern. Okay. Battering Recording. Ach ja, E-Mails. Koordinaten von Bruce an alle, die Credits. Hey, hat noch jemand eine E-Mail erhalten, die nur auf ein paar Koordinaten auf der Karte verweist? Sie kam von einer von Bruce' alten E-Mail-Adressen. Wir sollten uns das ansehen, oder? Wenn du dort bist, wirst du wissen, was zu tun ist. Okay. Geheimidentität. Wenn ihr diese Nachricht erhalten habt, haben die Leute begonnen, die Wörter Bruce Wayne und Batman online zu verknüpfen. Meine Identität könnte also womöglich kompromittiert sein. Ihr müsst euch einige Daten schnappen und sie auf ein paar Systeme in der Stadt hochladen. Ihr findet die Dateien an dem Ort, den ich in dieser Nachricht verlinkt habe. Ladet einfach die Daten hoch und mein Code erledigt den Rest. Ich weiß, dass ich mich auf jeden von euch verlassen kann, dass ihr das durchzieht. Ah, oh ne, müssen wir jetzt in hier. Das ist ja dann quasi Blackgate, oder ist das das halt? Ja. Okay. Die neue Ausrüstung. Alfred erzählt mir, dass ihr neue Technologien entwickelt habt, um euch durch die Stadt zu bewegen. Ein Gleiter, Stiefel, sogar ein Teleporter. Sehr beeindruckend. Das erinnert mich daran, dass als Bruce das erste Mal seinen Umhang getestet hat. Es gab da ein paar Schwierigkeiten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte zu Testzwecken ein paar Hindernisparcours einrichten. Nur um nochmal sicher zu gehen. Klar, natürlich. An Tim Drake. Ich will ja nicht nerven, aber ich habe eine halbe Pizza im Kühlschrank gelassen, um sie nach meinem Training heute zu essen und nicht, dass jemand sie gegessen hat. Die Schachtel liegt auch noch zerlegt am Boden der Altpapierkiste. Es war einer von euch, gibt es zu. Ich weiß nicht. Im Ernst, es ist nur ein Pizzadick auf der neue. Klingt ziemlich verdächtig.
Er wird nicht locker lassen. Also wer auch immer sie genommen hat, gib einfach zu, damit er sich zur Schnecke machen kann und wir die Sache vergessen können. Mir ist aufgefallen, dass Alfred merkwürdig still ist. Ich war davon ausgegangen, dass ich versehentlich unter den Adressaten bin. Pizza ist nicht wirklich meins. Eine sehr gute Taktik, um uns in die Irre zu führen, Alfred. Clever. Könnte jeder von euch sein. Oder alle. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Pizzadieb. Ich habe von Batman gelernt. Ich finde dich. Okay. Harley Quinn, ich habe große Pläne. Alle, wir gehen von Liste Batman-Kontakte unzufällig. Okay. Hey, Fledermaus-Babys, die Party in Blackgate war ein Riesenspaß. Ich wäre ja noch geblieben, aber ich konnte mir den 3-für-1-Deal bei Taco und Dirty nicht entgehen lassen. Jetzt, da Batsy weg ist, werden wir auf jeden Fall viel Spaß haben. Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran ich gerade arbeite. Ihr dürft gespannt sein. Okay. Ah, Iceberg Lounge, okay. Oh, hier gibt es ein geheimes Vorratslager. Oh. Geheime Identität kompromittiert, okay. Was ist das hier? Ach, das ist so eine Zeitprüfung. Und da ist was von Harley Quinn. Das hier aus den Star Labs wurde fertig gemeldet, um das mehr herauszufinden. 5 Stufen 5 bis 8. Ach, es gibt jetzt noch Harley Quinn und Fragezeichen. Star Labs, okay. Dann wollen wir mal finden, was das ist. Ausstattung. Ah, warte mal, das ist davor. Moment, Ausrüstung. Okay. Fähigkeiten. Da. Batmans letzter Fall. Kirk Langstrom. Batman starb, als er gegen einen gewissen Dr. Kirk Langstrom ermittelte, einen Professor an der Gotham University. Als wir eintreffen, war Dr. Langstrom bereits tot. Wir wurden in seinem Labor ermordet. Es stellte sich heraus, dass er ein geheimes Labor hatte, dem wir eine Festplatte voller Informationen gefunden haben. Außerdem haben wir uns um ein paar Freaks gekümmert, die sich an der GCU zu schaffen gemacht haben. Aber da scheint kein Zusammenhang zu bestehen. Längst im Laufwerk hatte eine starke Verschlüsselung, die mit einem biometrischen Schlüssel entriegelt wurde. Wir sind zum Leichenschauhaus des GCPD gegangen, um seine Leiche und den Schlüssel zu finden. Als wir das Laufwerk entschlüsselten, befanden sich darauf die Namen bekannter Gangmitglieder, die sich für Menschenversuche gemeldet hatten. Wir sind im Leichenschauhaus des GCPD auch Talia al Ghul begegnet. Sie verbrannte die Leiche ihres Vaters, anscheinend will sie verhindern, dass er durch die Lazarusgrube zurückkehrt. Update. Keines der Gangmitglieder, die wir gehört haben, scheint etwas über den Mord an Dr. Langstrom zu wissen. Aber wir haben einen Hinweis auf Talias Versteck erhalten. Oh. Komische Wissenschaft. Wir haben Talia gefunden. Ihr Vater mag tot sein, aber sie behauptet, sie habe nicht die Kontrolle über die Liga. Eigentlich hatte Russ Ras Bruce zu seinem Nachfolger ernannt, aber da sie beide tot sind, steht die Organisation jetzt ohne Anführer da. Talia gab uns noch die Warnung mit auf dem Weg, dass die Assassinen der Liga nach Gotham City kommen werden, sobald sie sich wieder organisiert haben. Harley Quinn hat uns auch kontaktiert, Batman hat sie gebeten, Nachforschung anzustellen. Beides muss zusammenhängen. Sie ist in Blackgate und wir werden sie dort besuchen. Harley war hilfsbereit, mehr oder weniger. Sie ließ uns ihre Besorgung erledigen und zettelte einen Gefängnisaufstand an. Nur so zum Spaß. Sie überließ uns aber die Unterlagen für die Ermittlungen, die sie für Batman anstellte. Sie scheinen alle gemeinsam zu haben, dass einige Insassen in Blackgate nach Berufung freikommen, weil Beweise für ihre Verhandlungen verschwinden.
und Hauptzeugen umgebracht werden. Das führt uns zu einer potenziellen Informationsquelle, den Pinguin. Er passt ins Profil wie die anderen, aber irgendwie muss er jedes Mal seine Zeit absitzen. Interessant. Namhafte Einwohner Gossams, Talia Al Ghul. Catherine Kane ist eine hartnäckige und selbstsichere Frau und würde einen tollen Missioner abgeben, wenn sie sich der Neuaufsicht ihrer Behörde widmen würde. Stattdessen fokussiert sie alle ihre Energie auf uns, um uns im Austausch für gute PR als Feindbild zu stilisieren. Als Gattin meines Onkels Jacob ist sie meine Tante, was Familientreffen eher unangenehm macht. Ah, okay. Okay. Gut. Beweistafel. Weil hier war jetzt noch was. Ah, ja. Reeks. Spuren. Harley ist aus Blackgate geflohen, aber wir haben keine Ahnung, wohin sie verschwunden ist oder was sie vorhat. Sie heuert auf die Mitglieder der Freaks an, um ihre Drecksarbeit zu erledigen. Vielleicht wissen sie, was sie vorhat. Diesem Artikel zufolge waren sie in letzter Zeit auf Verbrechenstour. Die kriminelle Bande, die als Freaks bekannt ist, war für eine Reihe von Einbrüchen in mehreren Stadtteilen verantwortlich. Die ehemals kleine Organisation ist inzwischen stark gewachsen und stellt ein Problem für das GCPD dar, das nicht genug Ressourcen hat, um mit einer Gruppe dieser Kurse fertig zu werden. Harley Quinn, sie ist ein Taifun des Chaos, sie steht immer nur auf ihrer eigenen Seite. Ah, hier ist jetzt auch was Neues. Da ist jetzt hier... Batman überzeugte Harley, die Elite von Gotham unter die Lupe zu nehmen, deren Mitglieder im Laufe der Jahrzehnte nach Berufung wieder raus sind. Alle Zeugen wurden umgebracht, aber es ist nicht klar, wer dafür verantwortlich ist. Allerdings ist die Vorgehensweise dieselbe wie bei Langstroms Mord. Sie wurden mit Messern an die Wand aufgespießt. Pinguin führt einen Laden namens Iceberg Lounge. Der ist sein ganzer Stolz und nach allem, was man so hört, sein bevorzugt auch unter soll. Die Chancen stehen gut, dass wir ihn dort ein Gespräch aufzwingen können. Okay. Ah ne, da kommen wir noch nicht hin. Ja gut. Kann man hier noch irgendwas machen? Ah ne, das war nur Farben anpassen. Leider. Oh, gut. Ich kann Harleys Buch nicht weglegen. Es ist ein Who's Who über Gothams Unterwelt. Es ist zu faszinierend. Sag ihr das nicht, sonst drückt sie das Zitat noch auf den Einband. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss.